Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt namens Life of German. Nicht ganz, sondern GTA San Andreas im Multiplayer auf dem Server Life of German. Und Moritz ist leider auch mit dabei. Was heißt hier leider? Hallo von mir, du Penner. Und wir haben schon mit dem Spiel angefangen, schon länger, denn wir sind nicht zur Aufnahme gekommen. Wir haben schon unsere eigenen Autos, alles mögliche. Wir sind als Job Müllmann. Das hier ist allgemein ein Live-Server, das heißt, man kann hier eigentlich... Welche? Alles machen, was man hier so machen kann. Boah, verpiss dich. Junge! Ich weiß, dass du mich überfahren möchtest. Möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nein. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was wir als erstes machen. Oh, was? Ja, also als ja. erstes. Ich wäre dafür, wir fahren einfach mal durch die Stadt. Ja. Ne? Na, kommst du? Steig auf. Oh, was? Warum ist jetzt. Vielleicht merkt man das, aber ich hoffe immer, merkt es nicht. Wo bleibst du? Ich bin neben dir! Lol. Und bei mir backt das gerade total rum. Ja, merke ich. Weil wir müssen nämlich nicht neben dir. Oh lol. Ich connecte mal neu, warte. Ja, alles klar. Müssen wir wieder auf Murat warten? Richtig. Immer. Also bei mir dauert es nicht 10 Stunden, bis ich einspiele. Aber hier auch nicht. Ja, ist klar. Merkt man an dem Beispiel Battlefield. Ja, und was man noch merkt, ja. ist, dass es im Moment leider etwas gekürzt liegt, aber daran, weil ich ein paar mehr Programme auf habe und das sein muss. Mach deine paar Programme lieber aus. Was hast du denn alles an? Ja, wenn ich auf das nicht beende, ist natürlich ein Problem, ne? Dann hört man mal wieder nur, wie du deine Selbstgespräche führst. Deswegen. Das ist richtig witzig. Ja. Ah, ich hab mal bei Fraps Dingens, ne? Hier, dass ich... Warum bin ich im Krankenhaus? Tja. Oh, ich höre dich dann mal ab. Ich hab diesen Zeitbug schon wieder. Ja, das ist mal. Mein Auto ist... Ja, cool. Oder? Ich Scheiße, mein Jürgen. Nein, Spaß. Ach ja, ich hab gar nicht getestet, ob das überhaupt mit Lautstärke hier okay ist. Oh, ich mach das mal. Hoffe ich auch für dich. Wenn nicht, dann ist Murat. Oh gut, es ist geschlossen, aber immerhin. Müssen wir jetzt am Krankenhaus? Das... Boah, ich springe hier durch die Gegend. Ich bin auf dem Weg zur Stadthalle, zu dieser Burgerbude. Aber du bist da noch nicht, du bist noch in der Nähe vom Krankenhaus, oder? Oh, du bist da. Ja, los. Geh wie Gustav. Fahr mich zu meinem Auto. Meinst du dein Motorrad? Ich habe auch ein Auto. Ja, das ist ein bisschen schlattes. Das mal ein bisschen nett. Das Auto geht so schnell kaputt, ne? Oh, du fährst voll scheiße, du bist jetzt. Oh, jetzt kommt der Rechtslag. Moritz, wir müssen Gas geben. Oh, Gas geben, halt an. Oh mein Gott. Weißt du, jetzt haben wir gerade davon geredet. Oh, scheiße, die fahren die Gleise entlang, Junge. Ja, aber die verfolgen uns nicht, oder? Oh. Doch, die verfolgen uns. Ja, das ist nämlich das zweite Problem, was wir haben, denn wir haben Drogen dabei. Was eigentlich für was anderes geplant war, aber... Oh, scheiße, ich muss den nehmen oder wegwerfen. Oh fuck! Nein, warte, die verfolgen uns nicht. Und sonst kannst du dich auch noch gleich machen. Warte! Nein, guck, die sind doch schon weg. Ja, super, Jim. Ja, ich muss die halt durch. Oh, Alter. Boah, Junge, ich wollte die Drogen gerade wegschmeißen, ne? Tja. Weißt du, von dieser eine Mongo, wie der auch hieß. Mit dem Kopf ich nie wieder Drogen. Moment, jetzt steck doch raus. Jetzt müssen wir doch auf Moment warten. Wieder mal. Schnauze. Die Folgen, ich weiß nicht wie lange, ich glaube, das wäre etwas. Alter, warte. Oh, ich hab wieder gemacht. Wäre etwas zu lange. Deswegen nur um 20 Minuten plus minus. Denke ich. Plus minus. Ah, plus minus. Geilstes Wort der Welt. Plus minus. Das sind zwei Wörter.
Ja, ich meine. Ja, ja. Und was ist mit dem? Oh Gott, das war zu knapp. Oh, Alter! So, das war knapp. Boah, wer weiß, wie oft ich schon geblitzt wurde. Ja, ich weiß nicht. Viermal, oder? Ja. Weil Murat nie Blitzer, weil er sich nie Blitzer merkt. Bitte, ich war 8 bei GTA auf die Geschwindigkeit. Scheiße! Ja. Deswegen passiert sowas auch immer. Oh Mann, diese scheiß Laptop. Falls man etwas die Tastatur hört, dann ist das, weil ich war noch etwas am Ohren. Warte, Murat, wo fährst du? Wir müssen erstmal kurz auf das Essen gehen. Ja, muss ich auch machen. Weil das ist natürlich die Frage, hat uns vorhin die Polizei was verfolgt oder wollen wir nur so in ungefähr unsere Richtung gehen? Das war Fun bestimmt. Ja. Aber das hört man ja auch ziemlich laut. Weißt du, was gut ist? Du lässt dein Auto auf, aber schließt es, nein. Du... Boah, hast dein Auto aus, aber lässt es auf, meinst du? Bestimmt. Mm-mm. Sondern? Hoch. Alter, what? Noob. Tja, ich war schon mit der Animation fertig. Und du gibst nicht die Bank, das heißt, wenn ich sowas hier mache und nur mich nicht schlägt, dann kriege ich Schaden, aber eher nicht so. Und das ist halt dieses Deathmatch-Zone und sowas. Kannst du mich bitte abholen? Murat. Oh boy. Kann mich keiner beleben? Hey, scheinbar nicht. Ich glaube, wir machen das mit Absicht nicht. Voll scheiße. Ich muss ein bisschen verstecken. Voll scheiße. Scheiße. 37%. Hey Joel, was ist das? Was ist das eigentlich, wenn wir jetzt hier Musik abspielen? Kommt von was für Musik? Von der GEMA geschützten Musik. Das ist nicht so. Aber außerdem ist es ja scheißegal, wenn du Musik abspielst, dann ist es ja egal, weil ich höre dann. Oder aha. Meinst du über Teamspeak oder meinst du im Auto? Im Auto? Ja, übers Radio. Das ist achso, auch, was ich da läuft sowieso nur Bullshit. Ja, nicht immer. Doch immer. Ist die Musik da geil? Ich bin gerade kurz überlegen, ob ich. Ja, das ist halt eben die Frage. YOLO! Ich guck mal kurz. Einmal ganz ja, kurz. Mach's wie René. Ja. Ja, voll das Sport. Sind so ein paar Channel, die man durchgehen kann. Aha. Okay, das hört sich aber schon ziemlich. Ja. Ist durch zwei. Boah, warum? Mal ganz kurz reinhören, geht halt ein. Boah, weißt du, diese 2 Minuten kommen einem ewig vor. Tja. So, mach ich mal lieber wieder aus. Du wirst wieder müssen wir ja mal wieder auf Murat warten. Also, wir schon ganz kurz aufmachen müssen. Mach Sachen, Junge. So. Hey, ich bin Lebe. Ja, Mann. Ich bin Lebe, alles klar. Und komm. Hey, warum ist meine Laule? Warum ist meine Laune wieder so lala? Tja. Voll nicht gut. Weil ich muss $5 bezahlen. Für Chips. Voll ja. Behindert. Scheiße. Okay. Wir müssen noch ein bisschen. Okay, da kommt Murat angeflogen. Guck mal, ein geiles Fahrrad, Junge. Ja, passt zu dir. Notz. Schalt mal deinen Motor an. Ja, du bist bei mir voll laggy. Steig ja nicht ein. Okay. Lol. Fahrrad ist despawned. Ja, warum wohl? Ja, frag dich das mal. Ja, du fährst so gut. Ja, ich kann wenigstens fahren. Ich so wie jemand, der immer stirbt. Was? Was? Ich? Warte, wenn du das fucking Nitro anmachst, krieg ich Frame-Einbrüche.
ich hab's so oder so schon. Wo ist mein Motorrad? Ist in der Stadthalle. Nicht in der Stadthalle, vor der Stadthalle. Was? In der Stadthalle. Hier. Der will nicht. Ist ja gut. Und wir die hier sofort einstellen können. Ja. Motor an. Weiß ich, muss ich erstmal den Motor anschalten, damit ich rückwärts rausfahren kann. Ja. Ah, du bist ja schon. Oh, ein Heli. Ich will mit. Ja, wir hatten auch vor uns irgendwann nochmal einen Heli zu kaufen, aber. So ein verdammter. Piep. Was machst du da? Mit jemandem schreiben. Achso. Egal, nur komm. Gut. Noch mehr. Was wollen wir jetzt als erstes machen? Also Müll sammeln ist super geil. Ich glaube, das machen wir offscreen. Ja. Oder gut. Einmal um zu zeigen. Wie es so abläuft. Ja, fangen wir mit damit an. Das sind jetzt die erste Folge. Also heute seht ihr, wie man Müll entfällt, was sehr, sehr spannend ist. Aber was nebenbei auch der beste Nebenjob ist, denn man kann sehr viel Geld verdienen, indem man Geldbeutel findet. Und Müll. Ab und zu mal so, ja, im Müll rumliegen, was natürlich ganz normal ist, aber was auch gut so ist und das soll auch so bleiben. Ja, ganz normal mal so 800 Euro im Müll gefunden. Ja, musst du, ne? Iso. Wobei, ich glaube, ich weiß. Oh Mann, ey. Weißt du noch, wie wir gesagt haben, das wollen wir nicht sagen? Ja. What? Ich knall ihn. Alter, warum knall ich hier überall gegen? Das ist doch behindert. Ja, wer kann denn jetzt kein Auto fahren? Ne? Die alle können kein Auto fahren, deswegen knall ich hier überall gegen. Ja. Aber mit dem Motorrad kann ich besser fahren. Boah, Alter, auf der PlayStation war ich voll der Pro. Ja. Autorennen fahren. Ohne Scheiß. Auto ist zu. Dieses Spiel, was ich auf der PlayStation hatte. Ja. Das habe ich zum ersten Mal Dings da zu 100% durchgespielt. Also das war alles 100%. Dein allererstes Spiel auf 100% durchgespielt. Ja. Hast du schon mal ein Spiel auf 100% durchgespielt? Spontan. Kann ich mich an keins erinnern. Nope. Siehst du, du hast das noch nie. Aber auch so alle Nebenmissionen und so. Und das. Ey, schlag mir mal die Tür ab. Ja, gerade. Ja, doch. Bildern. Und zwar kann man hier verschiedene Routen auswählen, zwischen 1, 2 und 3. Da gibt es natürlich die Lieblingsrouten, zumindest von mir, weil die am nächsten dran sind. Und ich krieg gerade nur noch die Route 3. Alter. Okay, Route 2 mit hier Route 3, Route 3, 1. Route 1. Jetzt merkst du, ich krieg gerade nur und habe die Route 1 aufgehört, das ist deswegen jetzt. Ich hab Route 1. Ja, kann nicht. Okay, muss ich Route 2 glaube ich anfangen. Ja, ich muss Route 2 anfangen. Nein, mach weiter. Ja, kann ich ja nicht. Ja, warum? Ja, wenn du einmal Route 1 gemacht hast und das abbrichst, kannst du nicht nochmal Route 1 auswählen. Dann musst du erst eine andere machen. Doch, das geht. Nein, das geht nicht. Das geht. Nein, es geht nicht. Doch. Ich glaube, es geht. Es geht wirklich. Okay, mach mal. Hab ich doch. Sammeln wir bei Route 1 eine Mülltonne ein und danach versuchen wir mal Route 1 auszuwählen. Ich will nicht. Ja, natürlich. Ne, weil ich jetzt schon Route 1 habe. Moment, bin ich Level 6, deswegen habe ich mir auch den Sultan gekauft, weil das einfach mein Lieblingsauto ist. Und ich habe den auch gleich erstmal aufgetuned. Mut hat sein ganzes Geld für Autos und Fahrzeuge allgemein ausgegeben. Nein, ich habe gar nichts mehr schuld, immer noch um die 50.000. Halt die Fresse, das ist 4.500, aber sag's kein Mensch. Ja. Wo fahre ich eigentlich? Ach ja. Genau. Und jetzt fahren wir jetzt mit dem zweiten. Ich fahre mit meinem geilen, aufgemotzten Müllwagen. LOL! LOL! Die meisten standen im Müllwagen, ja. Was ist passiert? Ich konnte gerade unter die Map gucken. Ja, an der Stelle der Stadthalle. Ja, ich weiß. Die ist nämlich gemacht.
hier ist dann die allererste Müllstunde. Und das heißt, man fährt einfach ganz nah ran, sammelt die ein und liefert sie gleichzeitig wieder aus. Ja, Mann. Und dann kriegt man $80. Die werden einem natürlich nicht gleich sofort überwiesen, sondern erst am Payday. Und das ist eine Abkürzung, die ich dann nehme. Hier, weil das wahrscheinlich auch sehr bekannt ist. Die IP vom Server und dem Namen und so alles tun wir, glaube ich, in der Beschreibung. Also sollten wir, denke ich mal. Ja. Und das heißt, ihr könnt da auch gerne drauf spielen, weil das ein Server ist, den ich sehr gerne mag auch. Und Murat auch, weil er immer gerne Geld verschwenden kann. Weißt du, Murat? Das ganze Geld, das geht nur für diese scheiß Reparaturen. Ja, das, ich würde euch empfehlen, da nicht so früh ein Auto zu kaufen. Das hat auch am ein bisschen was mit Level zu tun. Überhaupt kein Auto kaufen. Erstmal ein Motorrad. Und hier sieht man schon wieder, dass ich ziemlich viel Geld in einem Müllbeutel gefunden habe, in dem Müll. Und das ist halt das, was den Beruf so beliebt macht, weil man kann halt ziemlich viel Geld verdienen. Und das Geld, was man in einem Müllbeutel findet, wird man sofort überwiesen. Eigentlich auf die Hand, aber da ich gerade auf der Hand voll Cash habe, also 10.000 im Moment, mit einem Standard-Account, denn man kann auch noch Premium-Accounts und alles mögliche haben. Premium. wird mir das automatisch auf die Bank überwiesen. Aha. Ich sag, das ist voll unangenehm, mit mal FPS mitzuspielen. Wie viel FPS hast du gerade? Das ist doch so. 17 gerade mal. Alter, warum? Ja, es kommt wegen Aufnehmen. Ja, das ist aufnehmen? Halt... Ja, genau, das ist halt das, was wir dann machen. Wir wechseln uns immer ab. Ach ja, und ich sehe gerade, dass wir schon 17 Minuten aufnehmen. Oder? Was? Ja. Und das heißt, wir wechseln uns nicht nach jeder Folge, würde ich sagen, ab, sondern, weil sonst kommt man ziemlich leicht durcheinander, denke ich, sondern so ab und zu mal. Weiß ich ja eben nicht, außerdem sollten wir das ziemlich schnell klären, weil gleich ist die Folge schon zu Ende. Das heißt, wir haben eigentlich gar nichts geschafft, aber immerhin haben wir schon mal ein bisschen was erklärt. Und was zum Server gesagt, also 100% mehr als sonst. Ja. Ja, Murat, was sagst du denn so zu aufnehmen, wann, wer, wie viel? Ich würde sagen, wie lange haben wir geklärt? Ungefähr 20 Minuten. Und wie oft? Also, witziger wäre es, wenn wir ganz viel Blödsinn anstellen würden mit der Polizei. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch machen, aber... Ich würde sagen, das mit dem Müll einsammeln und Geld verdienen machen wir offscreen, weil das ist ziemlich langweilig. Das war jetzt nur einmal so zur Demonstration. Denn ich will dir einen kleinen Trick zeigen. Ja, nochmal kurz warten, bis der Unfall sich gewählt hat. Oh. Gibt es hier auch C4? Wenn du Terrorist bist, kannst du, glaube ich, Bomben legen, aber sonst nicht. Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Schade. Also, Murat, wie lange. Also, Folgen, okay, wissen wir. Und wie oft abwechseln? Denn wir wollten das eigentlich machen. Jeder fünften Folge. Okay, 5 Folgen nehmen wir dann auf. Und danach wechseln wir uns einfach. Alles klar. Ja, das hätten wir vielleicht auch vorher klären können, aber haben wir jetzt auch schon mal. Was gibt's noch zu sagen? Das ist. Sonst mache ich jetzt. Ach ja, und das ist jetzt bis zur 10. Mülltonne fahren, denn Fahrt abbrechen und Fahrt 1 nochmal beginnen. Denn hier beginnt die Fahrt 1. Und hier kann man das ziemlich gut machen. Ja, genau, ich wollte vor $699 bekommen. Und wenn wir denn, also ich muss noch ein bisschen leveln, bis Level 9, eigentlich Level 10, da wollte ich mir nämlich einen Heli kaufen, aber das dauert höchstwahrscheinlich noch ein bisschen, aber das werden wir dann sehen. Und hier passiert gerade irgendwas. Oh Leute, da campt jemand. Wollen wir nichts zu Enrico Arno und zu sagen? Ja, nee, die... Vielleicht nächste Folge, aber ich weiß nicht. Ah ja, und was ich noch überlegt hatte, wollen wir jetzt dieses Mal das kurze Intro vorschneiden, damit man nicht immer dieses lange Dings dann sehen muss, vielleicht auch nur für kurze Zeit erstmal, aber damit wir nicht immer nur dieses 15 Sekunden Video da haben. Weißt du, ja. Weiß nicht. Ja, können wir machen, aber... Wir müssen uns noch ein besseres Intro überlegen, ohne Scheiß. Ja, aber das machen wir jetzt erstmal. Ja, weil es immer so lange dauert. Und die Endcard würde ich aber sagen, könnten wir rein theoretisch weglassen, weil
nach jedem Video. Wir haben nämlich auch vor, das nicht jetzt nur einmal pro Woche oder sowas zu machen, sondern eigentlich öfters. Also vielleicht zweimal, ja, jeden zweiten Tag oder vielleicht auch jeden Tag. Kommt immer auf an, wie wir Zeit haben und wie wir das schaffen. Und wie viel Platz wir auf der Festplatte noch haben. Oder ob ich Verbot kriege. Ja, Murat baut nämlich ziemlich viel Scheiße und deswegen hat er meistens PC-Verbot. Das heißt meistens, aber ab und zu passiert das schon mal. Ja, ab und zu. Ja, dann nehmen wir halt ein bisschen mehr auf. Voraus und so. Mal gucken. Ja. Ja. Ich will stehen bleiben. Okay, wir sind jetzt ungefähr bei 21 Minuten, deswegen könnten wir. Lass uns 25 Minuten Folge machen. So immer so. Ja, 25. Haben wir ja gesagt, so um 20 Minuten rum, aber. Ja, komm, wir fangen. Wir machen jetzt eben kurz das hier. Und hier sieht man jetzt auch schon rechts von uns auf der kleinen Minimap. Die Bank, da kann man nämlich Geld abheben und auftun und allgemein gibt es auch überall so kleine ATMs, wo man Geld abheben kann, die ziemlich nützlich sind, ja, die braucht man auch. Wir hatten vor, noch einen Flugschein zu machen, halt eben für den hier, den wir machen wollen, aber der kostet 10.000? Nee, 5.000. Ach, aber wenn du verkackst, dann musst du das öfters machen. Ja, wie und du. Und einen Waffenschein, denn wir wollen natürlich ein bisschen die Polizei reizen, denn das ist etwas, was ziemlich viel Spaß machen könnte. Aber erstmal fangen wir klein an, indem wir das nächste Mal Drogen verbreiten. Das heißt Drogen verbreiten, wir gehen zur Polizei und machen die etwas darauf aufmerksam. Vielleicht. Ja. Kleiner Spoiler, ohne Scheiß. Ja, ich habe ja nicht. Ja, okay. Sorry, warte. Gute 3, gute 2. Alter. So. Denn wir haben schon ein paar Drogen gekauft und ja, also wir hatten schon so ein paar Pläne, die wir machen wollten, damit wir nicht planlos durch die Gegend fahren, so wie jetzt gerade, was doch super geklappt hat. auf jeden Fall. Scheiße. Ja, über. Alter, bei Route 2 nur. Oh nein! Was, du hast gerade? Ja, nein, bist du nicht. Ne, ich war fast wieder umgekippt. Ja, das passiert schon mal. Öfters. Weißt du, was komisch ist? Die... Oh nein, diese Motorradfahrer, ne? Die können mich mal, Alter. Ohne Scheiß, warum hat man die Ingame noch gelassen, ne? Das ist doch... Behindert. Ja, die sollten halt so sein. Das ist... Ja, und jetzt zum Beispiel wieder Geld in der Mülltonne gefunden. Voll nervig. Stimmt. Okay, einen genauen Sinn haben die nicht, bestimmt einfach nur, um die anderen Leute zu nerven. Ach ja, was man noch bemängeln könnte, falls es irgendjemand sieht, was vielleicht wichtig wäre, dass die Reparaturkosten ziemlich teuer sind. Ja. Also, so oft wir die reparieren müssen, verlieren wir ziemlich schnell Geld. Deswegen habe ich auch in den letzten Stunden nur ein bisschen gefahren und so, und also halt Geld, indem ich halt eben diesen Beruf hier gemacht habe. Wie wär's mal, wenn wir uns irgendwann noch, also das kommt natürlich dann wahrscheinlich erst später, für eine Fraktion oder eine Gang oder sowas bewerben? Weißt du, mein... Oder vielleicht auch mal was. Boah, das gibt's doch gar nicht. Mein Auto backt... Mein Auto backt im Boden. Dein Müllwagen. Ja. Alter. Tja, das... Wie denn das bitte? Ich weiß es auch nicht. So, nochmal fast 600 Dollar gefunden. Das ist eigentlich der größte Verdienst, den man hier dran macht. Alter, komm mal. So kriegt man schon 10.000 Dollar. Wenn man die Fahrzeugsteuer nicht einrechnet, kann man auch teilweise schon mal 14.000 Payday. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt backe ich hier auch noch fest. Okay, die können wir nicht mehr abwarten. Jetzt. Oh Junge! Wo bist du gerade? Bei welcher Mülltonne? Welche Route? Mülltonne 4. Route 2. Okay. Bin ich in deiner Nähe. Mr. Joel kennt die Map schon auswendig, weil er so ein Junkie ist. Nein, weil ich früher viel gespielt habe. Ja, ist klar. Und hier ist ein lustiger Bug, und zwar kann man hier wunderschön auf 2 Rädern fahren. Hey. Ja. Wunderschön. Ich hab mich gerade doppelt gehört, Joel. Ja. Nein. Halt die Klappe, Murat.
Los, komm mal ran, schneller. Wo bist du? Ja, warte. Ja, noch die letzte Mülltonne, dann komme ich. War hier nicht ein Blitzer? Nein, da wo du bist, höchstwahrscheinlich nicht. Solltest du auch mal irgendwann ausfindig klären. Die werden dich nämlich noch auf Gegnern sind so. Warte, die Mülltonne noch. Jetzt komm ich. Und die oben geht auch noch. Aber ja, noch gönn dir. Ja, die. Hier kurz rüberfliegen. Ja, oder hier. Wo bist du jetzt? Bei welcher Mülltonne? Bei der vierten. Von gut zwei. Oder was? Ja. Dann komm ich halt. Dann müsste das hier die dritte sein. Wo ist das hier? Die vierte. Scheiße. Ja, ich bin gleich da. Und da sehen wir doch schon so. Oh, dein Auto bleibt hier. Moment, warum hast du das gesagt? Was ist daran jetzt richtig? Ja, fast raus. Ja, wie denn? Lol. Schisskarre. Das muss ich ja geil. Crash das Tail. Fahr mal von hinten gegen. Ja, da passiert doch nichts. Da müsstest du, wenn überhaupt, erst einsteigen, aber kannst du ja wahrscheinlich nicht. Doch, es passiert was. Ja. Der geht super hoch. Ja. Boah, Alter. Ey, Murat! Auf mit dem Scheiß. Warte, ich versuch nochmal anders. Der ist irgendwie nochmal reingepackt. Das ist. Lol. Ganz im Ernst, ich hab's jetzt noch nie gesehen. Okay, ich glaube, jetzt würde ich über das Auto fahren, oder? Ja. Warte, ich mach einen Screenshot. Oh Mann, ey. Nein. Okay, komm, Murat, wir müssen jetzt wieder zum Müllbase. Wir müssen jetzt die Folge beenden. Wir sind schon bei gleich 28 Minuten. What? Ja, ist so. Wieso? Aber Murat, halt die Klappe. Ey, da ist meine Mülltonne. Das interessiert niemanden. Kannst du in dem Auto jetzt die Fahrt beenden? Nein. Das ist natürlich blöd. Dieser Müllwagen wird bereits von einem Kollegen gefahren. Hallo Kollege. Na Kollege? Jetzt hätte ich einfach noch rechts zu müssen. Oh, ja, quasi bin ich nicht. Auf jeden Fall, die Polizei ist ja eigentlich da, um sie zu nerven, weil sonst hätte sie ja nichts anderes zu tun. Jane, ja, ist da. Nur Namen jetzt nicht. Was, ich fand ihn voll gut. Alter, Murat, halt die Klappe. Ich fand ihn voll gut. Ja, hoffentlich hat man den nicht gehört. Einfach so just for fun. Also muss ich ihn rausschneiden. Was denn? Den Namen. Soll ich Drogen nehmen? Nein, noch nicht. Schade. Aber wir müssten eigentlich, wenn wir das machen, den Song abspielen, aber ich glaube, das geht nicht. Achso. Nee, ich glaube, der ist nicht auf. Ich wollte gerade Blacklist sagen. GEMA. Der ist nicht GEMA geschützt. Ich hoffe der ist. Hoffe ich für dich auch. Ja, für mich. Deswegen. Boah, ich bin gleich echt gespannt, wie groß die Folge ist, also von dem Gigabyte her. Ich wette, ob wir 20? Ja, denke ich schon. Denn wir nehmen gerade mit Fraps auf und das macht riesen Dateien. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Aufnahmen gekommen ist, aber ich glaube. Du meinst ja, Camtasia rendert es direkt. Ja, weiß ich nicht. Alter, jetzt wollte ich gerade das Auto da fahren. Ja, erstmal das noch mitnehmen. YOLO. Ja, machen wir mal eben kurz mit ein. Motor aus, was kann interessieren. Murat, jetzt gehen wir wieder zu unseren Autos. Und das heißt, nächste Folge wird das noch ein bisschen anders ablaufen. Und zwar vielleicht eine kleine Drogengeschichte. Kommen wir mal an. Gucken wir mal. Wieso sage ich, kommen wir mal an? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und ich muss das Auto reparieren. Ja, Murat.
Auto. Und deswegen. Voll geile denn, Roller, das sieht cool Murat, aus. Und wir beenden jetzt die Folge. Achso. Also, dann bis nächste Folge hoffentlich. Und ja, da wird's auf jeden Fall etwas spannender. Tschüss.